Ja, hallo, herzlich willkommen in der Casa Maria. Ich führe euch natürlich ein bisschen rum, nicht lang schnacken. Los geht's, auf geht's, kommt rein. So, wir gehen die Treppe runter. Nach 5 Monaten Umbauarbeiten sind wir natürlich noch nicht ganz fertig, aber bis zum 1. Juni locker. Komm mit! Hier ist die Privatarea, jetzt noch, denn dieser Garten wird auch noch umgearbeitet. Komplette Wohlfühl-Area, aber erst nächstes Jahr. Ich brauche noch Arbeit. Kommt mit, geht da rein. So, hier ist der Eingangsbereich und mal ein paar Sachen natürlich bloß. Hier ist mal das komplette neue Badezimmer oder Gästeklo, sagen wir mal so. Meiner eigenen Kreation. Ja. Und dann geht es weiter. Hier der Eingangsbereich, hier das großräumige Wohnzimmer. Nicht reinfilmen so groß, weil hier ist auch alles ein bisschen unaufgeräumt. Hier geht es rauf ins Stockwerk, wo die beiden Schlafzimmer auch natürlich einiges neu gemacht. Hier haben wir jetzt vorbereitet, denn wir feiern ein bisschen Geburtstag draußen und hier ist die neue Küche. Ganz, ganz wichtig. Und auch natürlich unser Geburtstagskind, die Mariella, sie kocht gerade. Hier die neue Küche, die neuen Lampenschirme, alles was man braucht. Aber jetzt kommt mit, jetzt geht's richtig los. Ja, hier wird heute noch gegessen und auch hier. Und ich zeige euch jetzt einfach mal den wunderschönen Ausblick und vor allem, was noch alles neu hier passiert ist. Und zwar gehen wir mal Poolbereich mit Wasserfall, mit der kompletten neuen Dekoration, den neuen Steinen hinten der neuen Außendusche mit Blick aufs Meer und also wenn man das Fenster aufmacht und hier unten natürlich alles komplett neu. Whirlpool, wo man das Dach sieht, ist unten eine Spielarea, aber leider noch nicht ganz fertig, dauert noch 2 Wochen mit Boccia-Platz, mit Tischtennis, mit einem kleinen Klettergarten und so weiter und so fort. Und natürlich da unten die neue, ganz neue Chill-Out-Area, wo man dann auch im Sommer den Sonnenuntergang anschauen kann. Ich bin mega stolz drauf und würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere mal von euch vorbeikommt.